Hallo und willkommen zurück bei der Workbench. Heute modden wir die PP19 und das so effizient wie möglich, deswegen vergleichen wir das am Ende noch zu einem teuren Modell, um zu zeigen, manchmal ist weniger eben mehr. Also dann, holt euren Schraubendreher und... heute brauchen wir die ganze Werkzeugkiste. Wie ihr wahrscheinlich schon im SMG19 Video gesehen habt, kriegt man die Waffe für 20.000 bei Brapo. Oder ihr tauscht die Waffe gegen 4 T-Shaped Plugs. Und der Flea Market ist in der Regel nicht günstiger. Also holt euch eine PP19 und dann fangen wir an. Und wir beginnen mit den Schulterpolstern. Hier haben wir einige Optionen. Zu Beginn mit dem PT-Lock haben wir den PT1 und den PT3. Beide sind relativ teuer für die Werte, die sie dann am Ende bieten. Also schauen wir mal weiter. Als nächstes haben wir natürlich mit dem Tube die Möglichkeit, jede Menge Stocks zu platzieren. Bei Low-Level-Trader haben wir aber nur diese zur Auswahl. Und die sind auch wieder, die sind sogar noch schlechter. Zwar günstiger, aber schlechter. Den vergleichen wir das Ganze aber mit dem Standard-Stock, sehen wir, der ist schon besser. Und der kommt gratis dazu. Hauen wir da noch ein Rubber-Pad drauf, sind wir besser als die meisten Stocks. Und das für gerade mal 3000. Also, keine Frage, Rubber-Pad gewinnt. Das Ding ist auch erhältlich bei Brapo Level 2, also sobald ihr den freigeschalten habt, seid ihr nicht mehr auf dem Flea Market angewiesen. Also, Recoil Pad montieren, weiter geht's. Der nächste Ort, wo wir einen großen Einfluss nehmen können, ist vorne am Lauf der Waffe. Nun, wollt ihr keinen Schalldämpfer verwenden, empfehle ich unbedingt den Saiga 9 Muzzle Brake. Er reduziert den Recoil um einen ganzen weiten Punkt für 500 Rubel. Also selbst als kleine Ratte in EFD, das muss man sich einfach gönnen. Sofern ihr natürlich keinen Schalldämpfer verwenden wollt. Wollt ihr Schalldämpfer verwenden, gibt es eine ganze Menge Auswahl. Aber die meisten sind unglaublich teuer. Abgesehen von dem Rotor und dem Vityard Silencer selbst. Und der Vityard hat noch ein bisschen bessere Stats, deswegen würde ich den empfehlen. Den kriegt ihr je nachdem sogar für nur 10.000 auf dem Flea Market. Nur mit jedem Silencer verliert man natürlich ein bisschen an Ergonomics. Die könnte man wieder reinholen mit einem Pistolengriff. Aber wenn wir uns anschauen, was wir für Optionen haben, für 4 Ergonomics oder 5 so viel Geld investieren, ist meiner Meinung nach nicht wert. Dann der nächste Ort, wo wir es ändern können, ist natürlich der Handguard. Und hier haben wir wirklich jede Menge Optionen. Aber wieder, viele sind sehr teuer oder brauchen da zusätzliche Attachments, um was zu montieren. Ich würde hier wieder den AK Series Foregrip empfehlen. Sehr günstig, früh verfügbar und erfüllt seinen Zweck. Es lässt euch unter anderem ein taktisches Gerät anschrauben. Ich persönlich mag den Blown Laser hier. Er hilft euch bei Hüftfeuer und reduziert den Recoil, also das Pattern tatsächlich auch. Zusätzlich könntet ihr einen Griff anbringen vorne. Ein Problem bei Griffen ist halt wieder, wenn wir uns zum Beispiel den RK4 anschauen. Ja, er verbessert die Waffe geringfügig, aber für 10.000 Rubel, was heftig ist, wenn wir den Gesamtpreis aktuell anschauen. So für mich, Ich meine, ihr könnt immer noch einen Griff ranschrauben, wenn ihr einen findet im Raid, was ziemlich häufig passiert. Dann mit Scopes. Ihr könnt mit dem Vityard Receive Cover so ziemlich alle Scopes ranschrauben, die aktuell verfügbar sind. Ihr könnt beim SMG19 aber auch die seitliche Version verwenden. Dies gibt euch Zugang zu ziemlich einfachen, aber effizienten Scopes für Entfernung. Das macht es einfacher, die Ganze als einen Allrounder zu verwenden auf Maps, wo ein bisschen größere Distanzen gefragt sind. Ihr müsst aber da das Hüftfeuer wirklich üben, weil auf Close Range könnt ihr nicht durch ein 4-mal-Scope schauen. Es gibt euch auch Zugang zum OKP7, was eine spezielle Version davon ist. Nun, viele Scopes in EFT sind so ein bisschen schwammig. Das OKP7 ist aber gestochen scharf, genau gleich wie das PK6, was so ziemlich jeder Streamer verwendet. Und mit dem OKP7 habt ihr eine ähnliche Version, ist nur ein bisschen eingeschränkt vom Sichtfeld. Aber nehmt einfach das Scope, womit ihr euch wohlfühlt. Ich persönlich bin mit dem Cobra aufgewachsen in EFT, also ich bin Cobra Gang. Aber eben, nehmt, was euch gefällt. Wenn wir die Waffe jetzt zusammenschrauben, sehen wir, dass die ein bisschen teuer ist. Macht den Trailer-Mark weg, damit wird der Silencer deutlich günstiger und wir landen bei 50.000. Nun, wollt ihr die Waffe günstiger haben, eben müsst ihr den Silencer tauschen und das Tactical Device entfernen. Aber ganz ehrlich, die Waffe so für 50.000 ist echt gut. Denn eine vollautomatische Waffe mit den Stats, mit einem Visier, mit einem taktischen Laserpointer und Schalldämpfer für 50.000 ist ein echt guter Deal. Und vergleichen wir nun die Stats von der 50.000er Version mit einer Waffe, die 120.000 kostet, sehen wir, ja klar, die ist ein bisschen besser, aber eben nur ein bisschen. Denn 7 Ergonomics und 6 Recoil für 70.000 mehr aufgerundet, ist schon brutal. Ich meine, wenn ihr genug Geld habt, dann ja whatever, haut rein. Aber für den Durchschnittstypen oder jemand, der einfach eine Budget Gun sucht, definitiv
die für 50.000, denn sie ist extrem effizient. Ihr kriegt für relativ wenig Geld sehr, sehr gute Stats raus und sobald ihr eben ein bisschen besser sein wollt, wird es sehr schnell sehr teuer. Und dazu muss man sagen, dass der Build auf der rechten Seite immer noch ein sehr effizienter Build ist. Es geht noch viel schlimmer, man kann für locker 300.000 dann über verbotten. Außerdem, 44 Recoil ist verdammt wenig. Ihr könnt damit vollautomatisch auf ziemlich hohe Distanzen Leute wegnudeln. Aber eben, das hier ist nur das Bildvideo. Wenn ihr sehen wollt, welche Vor- und Nachteile die Waffe hat, wo ihre Stärken und Schwächen sind und so weiter, hier ein Link zum Video, wieso ihr der PP19 eine Chance geben solltet. Weil das Ding ist echt der Hammer. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert für mehr. Und dann sehe ich euch im nächsten Video oder beim Stream. Link in der Beschreibung. Bye, bye.